bin jetzt hier in Bad Saulgau an der Dropzone, allerdings nicht zum Skydiven, sondern um meinen neuen Action-Kamerahelm mit den Hiller-Brüdern fertig zu basteln. Da wir ja terminlich mal wieder extrem viel Zeit haben, haben wir auch noch viel Arbeit und eine lange Nacht vor uns. Und das müssen wir jetzt noch alles schön lackieren und zusammenfügen. Also ich mache jetzt dein Trennsystem, dass wenn du mal irgendwie eine Leine oder irgendwas in deinen Helm bekommst, dass du das Ding auch loswirst und nicht damit irgendwie in den Boden einkachelst. Also Kollege, erzähl mal, was machen wir denn hier jetzt gerade? Also der kommt ja relativ breit aus der Form. Und jetzt passen wir den deinen Kopf an und wir machen den Helm jetzt wieder weich, setzen ihn auf, drücken zu und warten, bis er fest ist. So, jetzt bin ich also in Eisenach auf der Suche nach gutem Wetter, um meinen neuen Kamerahelm mal in die Probe zu springen und vor allem auch diese Photosonics Action Master zu testen. Im Moment habe ich die Kamera also direkt auf den Helm montiert, somit schaut sie ziemlich gerade aus. Diese Plattform haben wir so gegossen, dass sie dem Blickwinkel entspricht. Wo ich tatsächlich hinziele, das sehe ich hier anhand von diesem Sucher. Das kontrolliere ich nochmal vom Sprung. Dafür habe ich mir hier einen Laserpointer aufmontiert. Und hier an der Seite montiere ich dann diese Digitalkamera, um zumindest nachher halbwegs sagen zu können, was wir tatsächlich im Freifall gedreht haben. Alter, ich habe noch nie sowas Schönes im Freifall gesehen. Das war so geil. Wahnsinn, echt. Wow!
Yes! Don't you?